Der Asteroid Bennu könnte im Jahr 2167 auf die Erde stürzen. Die Folgen wären fatal. Konkrete Details über Bennu sind uns bislang nicht bekannt. Doch das könnte sich schon bald ändern. Denn derzeit geht die Mission um die Raumsonde OSIRIS-REx. Nach 2 Jahren Anreise in die heiße Phase. Jetzt Mitte August sollen die ersten Bilder geschossen werden. Und im Dezember soll dann die Annäherungsphase erfolgreich abgeschlossen sein. Dann wird die Sonde auf dem Asteroiden landen und Proben mit zur Erde bringen. Wie die Mission genau geplant ist, was die Proben des Asteroiden über ihn verraten können und wie so ein möglicher Asteroideneinschlag in gut 150 Jahren verhindert werden soll. Jetzt bei Klicks und Science Fiction herzlich willkommen. Ihr könnt jetzt übrigens Mitglied hier bei Klicksum auf YouTube werden. Dafür gibt es ein extra Video, einen Privat-Livestream nur für euch und noch ein paar Privilegien, wie zum Beispiel extra Emojis. Dafür habe ich mich ziemlich ins Zeug gelegt. Aber dazu am Ende des Videos mehr. Um es mal direkt auf den Punkt zu bringen, einem Asteroideneinschlag sind wir, genau wie das restliche Leben auf der Erde, einfach nur schutzlos ausgeliefert. Ihr könnt euch alle ausmalen, was bei einem Asteroideneinschlag auf der Erde passieren könnte. Hollywood-Filme, dazu gibt es ja genug. Fliegende Trümmer, Tsunamiwellen und schlimme Erdbeben etwa könnten einen Großteil des Lebens auf der Erde auslöschen. Den Riesenbrocken Bennu, den zählt die NASA zu den gefährlichsten aller bekannten Asteroiden. Berechnungen zufolge könnte er bei einem Vorbeiflug am 25. September 2135 der Erde tatsächlich gefährlich nahe kommen, näher als der Erdmond. Das wiederum könnte seine weitere Flugbahn so verändern, dass er noch im selben Jahrhundert mit der Erde kollidiert. Dazu der Forscher Patrick Mickel vom Pariser Observatorium. Bennus Bahn haben wir bis ins Jahr 2135 vorausberechnet. Dann wird er sich der Erde bis auf ungefähr 280.000 Kilometer annähern. Danach ist sein weiterer Kurs unsicher, da er davon abhängt, wie nahe er der Erde wirklich kommt und wie stark sie seine Bahn verändert. Unseren Analysen zufolge könnte er beim nächsten Mal im Jahr 2167 mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 2.700 auf der Erde einschlagen. Eine Studie aus 2009 berechnete eine Serie von möglichen Zusammenstößen mit der Erde zwischen 2169 und 2199. Doch die genaue Wahrscheinlichkeit für eine Kollision ist wie gesagt nicht wirklich zu beziffern, denn die physikalischen Eigenschaften des Asteroiden sind noch weitestgehend unbekannt. Eine Kollision mit Bennu hätte mit seinem Durchmesser von 500 Metern und einem Gewicht von 87 Millionen Tonnen jedenfalls fatale Folgen. Bei einem Aufprall würde er nach Berechnungen der NASA wohl eine Energie von 80.000 Atombomben freisetzen. Das entspricht einer kinetischen Energie von 1.200 Megatonnen. Uns bleiben also nur noch 100 Jahre, um Gegenmaßnahmen für diesen möglichen Asteroideneinschlag zu erarbeiten. Wir hatten in diesem Zusammenhang ja bereits über die Idee der NASA-Behörde Planetary Defense Team berichtet. Stichwort HAMMER. Das steht für Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response Vehicle. Ein 9 Meter langes und knapp 9 Tonnen schweres Raumschiff, das mit einer Delta IV Heavy in den Weltraum gebracht werden soll. Es könnte nicht nur als Transportmittel für eine Atombombe dienen, sondern auch als Rambock beispielsweise eben für Bennu. Denn ein kleiner Schubser könnte den Asteroiden zu einer Kursänderung bringen. Doch das ist nicht die einzige Strategie, an der Forschungsteams weltweit tüfteln, um uns vor Bennu zu schützen. Denn derzeit wird es auch um die Raumsonde OSIRIS-REx, die auf dem Asteroiden Bennu landen soll, extrem spannend. Jetzt soll sich die Sonde so angenähert haben, dass erste Fotos gemacht werden können. Und auch sonst sind die Erwartungen an die Mission alles andere als klein. Astronomieteams hoffen auf überlebenswichtige Erkenntnisse für die Menschheit. Dazu Alexander May, Ingenieur bei Lockheed Martin Space Systems Company, die die Sonde im Auftrag der NASA gebaut hat. Es haben bereits einige Untersuchungen des Asteroiden aus der Ferne stattgefunden. Wir haben ihn sowohl mit Radar als auch mit optischen Teleskopen von der Erde aus beobachtet. Unsere Wissenschaftler haben einige Vermutungen, woraus das Objekt besteht und wie groß es genau ist. Wir glauben, Bennu ist der perfekte Asteroid, um eine Probenentnahme durchzuführen. Der Plan sieht vor, zunächst die geologische Zusammensetzung von Bennu zu untersuchen, um zu wissen, wie porös und kompakt der Brocken wirklich ist. Die Annäherung an den Riesenbrocken soll so vorsichtig wie möglich passieren. Dann wird das erste wissenschaftliche Instrument eingesetzt. Die Polycam hat die Aufgabe, Bennu zu kartografieren. Theoretisch ist die Kamera in der Lage, Objekte in der Größe eines Kieselsteins zu erfassen. Im Dezember soll die Sonde dann so nah bei dem Asteroiden sein, dass seine Schwerkraft gegen die Anziehungskraft
der Sonne gewinkt. Osiris Rex wird dann in eine Umlaufbahn von Benny einschwenken. Die Sonde soll sich dann auch das schwere Feld des Asteroiden genauer anschauen. Besteht der Brocken eher aus Gestein oder ist er ein Objekt, das sich aus losem und porösem Material mit viel Staub zusammensetzt? Auch das ist eine Info, die für das Leben auf der Erde im Ernstfall von immenser Bedeutung sein könnte. Doch auch andere superspannende Erkenntnisse könnte uns die Probe von Bennu bescheren. Dazu Osiris Rex-Forscher Huberto Campins. Diese primitiven Asteroiden verfügen über einen hohen Anteil organischer Moleküle. Wenn wir verstehen wollen, wie das Leben auf der Erde und vielleicht anderswo entstanden ist, müssen wir die Zusammensetzung solcher Asteroiden verstehen. Die Probenentnahme selbst ist allerdings erst für in 2 Jahren geplant. Dann steht der Rückflug zur Erde an und der dauert wohl bis 2023. Und das Neueste, ihr könnt Mitglied hier auf dem Kanal werden und neben ein paar Privilegien gibt es dann nur für euch exklusiv ein extra Video und einen Privat-Livestream. Einfach auf Mitglied werden hier unter dem Video klicken. Wenn ihr kein Video zum Thema Asteroideneinschläge und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp, dann umgeht ihr die etwas unzuverlässige Abo-Box hier auf YouTube und ihr verpasst kein Video, weil ihr dort vorab garantiert informiert werdet. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicks zum Social Media abonnieren, dafür hier klicken, aber nicht die. Genau, die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit dafür auch draufklicken. Gefährlichster Asteroid ever, NASA Rambok gegen Bennu. Bis dann. Bleibt dran.